Junge Mädchen und junge Frauen schreien manchmal, nicht manchmal, sondern fast alle, wenn man einen Berg runterfährt. Und diese hellen Schreie habe ich eingeteilt, sind 50% Lustschreie und 50% Angstschreie. Hochinteressant ist, dass das Publikum, was weiter weg ist, man hört das und sagt, oh, da muss was los sein, da muss ich hin, da will ich auch fahren und so weiter. Das heißt also, das ist vor der Achterbahn. Jetzt steigt man in die Achterbahn ein und das ist nachgewiesen, weil das ist gemessen worden, der Herzschlag geht hoch und wenn man den Lift hochfährt, Adrenalin geht hoch. Es bilden sich im Körper Glückshormone aus, wenn man da runterstürzt, Dopamin, Serotonin und so weiter. Der Adrenalin ist ja eigentlich da zur Angstabwehr. Das ist ja ganz wichtig, damit der Körper gewarnt wird. Aber das wandelt sich dann zum Teil um in Glücksgefühle, wenn man die Achterbahn fährt. Und ich muss immer wieder sagen, es fahren nicht alle Achterbahnen. Es haben ja auch Leute Flugangst. Denen sage ich immer, fangt bei kleineren Bahnen an und steigt in die Mitte eines Zuges ein, weil die Mitte gleicht aus. Wobei die Freaks wollen natürlich im ersten Wagen sitzen oder auch im letzten Wagen.